Leute, hier ist der Meister der Matten, euer Marc. Heute was Neues von Pulsart. Zwei limitierte Mauspads mit einer neuen Base, also mit einer neuen Rückseite und mit einem neuen Schaum. Was das genau ist und ob das geil ist, sage ich euch gleich. Los geht's. Also, wie schon gesagt, zwei neue Pulsar-Pads. Einige von euch haben die vielleicht schon gesehen in der Bruce Lee Mouse Review, die letzte Woche kam. Das sind die beiden Pads. Einmal das ES, muss ich selber nochmal gucken, 2. Das ist das gelbe, das ist ein Stoffpad. Und das ES1, das ist eine Art Hybrid-Pad. Sehen von hinten dann so aus. Das ist die Originalverpackung. Die kommt flach verpackt in der Größe 49 x 41 oder so. Oder 49 x 42. Also 490 in der Breite, 420 in der Tiefe. Sind 3 mm hoch. Beide sind beide mit dem neuen Alpha-Zell, was eine chinesische Antwort auf X-Soft bis Soft Poron aus Japan, also zu Artisan ist, und eins ist ein Hybrid, das schwarze, also das sogenannte ES1, und das andere ist ein Stoffpad, das ES2. Hier unten sind Titulierungen drauf, also erstmal die Infos, die ich euch schon gegeben habe, und hier steht erstmal Hybridpad beim ES1 und dann steht Medium to High Speed. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Und bei dem anderen steht auch, also steht dann Control Pad, nicht Hybrid. Also, das ist ein Stoffpad, Leute. Und hier steht dann Slow to Medium. Komme ich auch nochmal gleich drauf zurück, auf diese Geschwindigkeitsangaben, wie relativ die sind. Verpackungen sind sehr, sehr hochwertig, sehr dünn. Hier oben zum Aufreißen. Dann, wenn ihr diese Verpackung aufmacht hier oben, ist das Erste, was ich euch sage, egal wo ihr die kauft, nehmt keine Nase aus der Verpackung direkt. Da kommt erstmal ein chemischer Geruch raus. Warum kommt der da raus? Das zeige ich euch jetzt. Weil auf der Rückseite von diesen Pads ist diese Folie angebracht. Und zwar hat das einen Grund. Den zeige ich euch jetzt. Hört man leider nicht. Dieses Alpha-Zell, was jetzt so schön glänzt gerade, klebt sehr gut auf den Tisch, wenn man den Tisch vorher gut gereinigt hat. Und dass dieses Alpha-Zell nicht in dieser Verpackung kleben bleibt, wenn ihr es rausholt und generell beim allerersten Mal extrem klebrig ist, wenn ihr es auf den Tisch macht, hat man diese Folie dazu gemacht. Eine Seite ist die glatte, die ist auf dieser Rückseite von diesen Mauspads dran. Und die andere ist halt so etwas rauer, sage ich mal. Ja? Dann ist da drinnen noch von Pulsar eine schöne Anleitung, was ihr zu machen habt, in allen möglichen Sprachen. Zuerst den Tisch säubern, dann die Folie hinten abziehen, dann das Pad langsam auf die Stelle rollen, die ihr es haben wollt, und dann nochmal ein bisschen nach außen wischen. Und ich kann euch sagen, beim allerersten Mal, wenn ihr das macht, ist dieser Klebeffekt, also wie das Pad haftet auf dem Tisch, geisteskrank. Ich habe das gemacht mit dem schwarzen hier. Hier hat man es eben noch ganz gut gehört wieder. Ich habe das hier mit dem Schwarzen gemacht und die kleben echt krass auf dem Tisch. Und meiner Meinung nach kleben die auch mehr auf dem Tisch als zum Beispiel X-Softpads von Artisan. Das ist meine ehrliche Meinung. Ansonsten habe ich beide schon gespielt. Das hier habe ich sogar dann noch live on Stream gespielt, 8 Stunden lang, nachdem ich es am ersten Tag getestet hatte. Ich muss sagen, habe hier meine Lamsu mit normalen Skates und die Bruce Lee mit Glass-Skates für euch, um da noch ein gleiches Feedback zu geben zum Gefühl. Ich muss sagen, eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass es für ein Hybrid-Pad verhältnismäßig langsam ist und viel, viel Kontrolle gibt und bringt. Deswegen verstehe ich diese Medium to Fast oder diese, sag ich mal, Medium zu schnelle Geschwindigkeitsangabe nicht ganz. Auch mit meinen, später mit meinen Dings, mit meinen Saphir-Skates fand ich die jetzt nicht schnell. Also schwarze und weiße Walhaut sind schneller, kann ich schon mal sagen. Jetzt fragt ihr euch, wie fühlt sich das an, das Pad? Fühlt sich auch weicher an als eine Walhaut, muss ich sagen. Also fühlt sich ein bisschen fluffiger an so, aber hat nicht die Schwammigkeit von einem normalen Aqua Control zum Beispiel. Normales Aqua Control oder wenn man den Equate kennt, ein altes, die sind so ein bisschen schwammig, so ein bisschen soapy. Das ist hier nicht. Eine Sache, die ich aber für mich gemerkt habe, war, dass das Pad hier
irgendwie wahrscheinlich durch die Weichheit, wenn man lange und viel spielt, bei mir hier so ganz leichte Stelle gemacht hat vom Rubbeln, aber halt 8 Stunden am Stück gespielt, Hardcore, ne? Habe ich es dann auch gemerkt, war dann hier halt leicht errötet, sage ich mal, nachdem ich den ganzen Tag gespielt habe, das Pad. Das war aber das Einzige, was ich gemerkt habe. Also für Leute von euch, die empfindlich sind gegenüber, sage ich mal, Pads, die vielleicht ein bisschen stärker reiben, für die ist es wahrscheinlich nichts. Aber für Leute, die einen Hybrid-Pad suchen, was weicher ist als die meisten Hybrid-Pads auf dem Markt, ist es auf jeden Fall was. Und um das mal zu vergleichen, habe ich mal noch hier das Venus Pro mal rangeholt, ja. Einfach nur, um mal vom Feeling her das zu vergleichen. Ich drücke das hier mal kurz auch auf den Tisch rauf. Das andere ist ein Hayat Otsu übrigens in Mid, Weinrot, XL. Pack das mal kurz hier runter. Pack die mal nebeneinander. Das ist halt ein X-Soft, das ist von Liesel Gaming das. Das klebt nicht ganz so wie das Alpha Cell. Von der Höhe her gleich. Würde sagen, dass das Venus noch ein bisschen softer ist. Also das Venus kann man mehr eindrücken, das Venus Pro, als das ES von Pulsar. Und würde sagen, dass das Venus leicht langsamer ist. Strukturierung auf dem Venus ist detaillierter, also auf dem Venus Pro, und aber auch abrasiver. Also man merkt die Struktur mehr und man merkt sie auch mehr auf der Haut, ist also auch rauer zur Haut. Das beim Venus Pro. Hier ist die weniger merkbar, aber von der Geschwindigkeit sehr ähnlich. Hier etwas langsamer, aber ich denke dadurch, dass es noch softer ist, kommt diese niedrige Geschwindigkeit. Dann hole ich noch jetzt kurz das Otsu Pro hoch. Also, ach, das Otsu Pro. Hayat Otsu. Das ist jetzt ein Mid. Das ist halt das, was am wenigsten auf dem Tisch haftet. Otsu in Mid. Schneller auf jeden Fall, härtere Oberfläche. Anders strukturiert logischerweise, weil eine ganz andere Webart. Hier merkt man mehr von der Struktur, ohne dass es die Haut genauso quasi aufreibt. Nur mal so für euch als Übersicht. Ansonsten muss ich sagen, ist das Pad so wie es ist, so wie es auf dem Tisch klebt, gut gemacht. Die Nähte sind auf jeden Fall verglichen zu den alten Pulsar-Pads auf jeden Fall weiterentwickelt. Die Nahtstruktur ist sehr gut, sehr flach. Wenn ihr raufkommt mit der Maus rüber, gerade mit einer großen Maus, mit solchen Skates wie also mit der Lamsu, merkt ihr die Ränder nicht. Leicht zu merken ist der Aufdruck hier drüben. Wenn ihr darauf kommt, der ist halt aufgepresst. Leichter Geschwindigkeitsunterschied, also das würde stoppen. Aber ich glaube, da kommt man hier unten rechts nicht so oft rüber. Ansonsten oben und unten merkt ihr die Ränder nicht. Und der Randübergang am Tisch und zum Arm ist auch gut gemacht. Alles in allem sehr solides, neues Hybrid-Pad, was es meiner Meinung nach so auf dem Markt auch nicht gibt. Kann man auch nicht mit einem Raiden oder mit einem Hien oder so vergleichen. Ist sehr besonders für Leute von euch, die Hybrid-Pads suchen in der mittleren Geschwindigkeitslage. Also das ist schon eher im unteren Mittel, sage ich mal, von der Geschwindigkeit. Für die ist das auf jeden Fall was. Und die Größe, zu der habe ich ja was gesagt, 49 Breitheit. Das ist halt so eine Standardgröße. Das ist halt für die drüben schon ein extra large, also schon ein XL. Für mich wäre das halt ein M sozusagen. Aber ja, spielt sich gut. Halt auch mit den Original Glass Skates von Pulsar spielt sich das gut. Stopppunkt ist erfüllbar auf jeden Fall. Der ist halt auch gegeben durch das Alpha Cell, weil das halt ein bisschen softer ist. Stopppunkt mit einer Lamsu auch gut erfüllbar. Der Widerstand beim Gleiten sehr homogen. Start-Stopp. Stopppunkt besser erfüllbar. Der Startpunkt ist verhältnismäßig leicht, dafür vernünftiger Stopp. So viel auf jeden Fall schon mal zum ES1. Das schiebe ich jetzt mal schon mal hier rüber. Habt ihr gesehen, es hat gerade wieder ein bisschen geklebt. Jetzt hole ich hier mal das ES2 rüber. Das ist das Gelbe. Wie ihr seht, Alpha Cell glitzert schön hinten auf der Rückseite. Ich packe das mal so rum hin zu euch. Design finde ich echt ansprechend, muss ich sagen. Hab das dann auf den Tisch gelegt eigentlich. Ihr wisst, ich bin so ein Hybrid-Pad-Typ.
und war echt positiv überrascht. Das ist für mich von beiden Pads das, was mehr hervorsticht. Beides vernünftige Pads, die auf jeden Fall das Arsenal oder generell das Pad-Game von Pulsar erweitern, weil die Pads, alle, die da waren, fand ich alle nicht gut von Pulsar, muss ich sagen. Parabreak nicht, Paraspeed nicht, Control nicht, alle fand ich alle. Das Control, das Rote, haben wir sogar noch irgendwo rumliegen. Das war so muddy, das habe ich gar nicht erst rausgeholt. Habe ich nicht meine Review zugemacht, weil ich so enttäuscht davon war. Und Paraspeed und Break. Ich glaube, wir haben alle da, ich fand die alle nicht gut. Teste das für euch jetzt mal. Muss jetzt aber jetzt auch ganz ehrlich sagen, Leute. Der für mich ist der Geschwindigkeitsunterschied. Also die Static und Dynamic Friction. Also gerade der Gleitwiderstand so. Leute, mit den Glasgates ist ja fast 1:1 derselbe. Mit den Original Lamsu PTFEs ist ja hier minimal höher. Muss aber sagen, für mich als Nicht-Tech-Shooter-Spieler ist hier der Stopppunkt besser. Also hier kann man den Stopppunkt besser erfüllen, obwohl es ein Stoffpad ist. Und auch der Startpunkt ist gut fühlbar. Und ich habe das Pad rausgeholt, das Gelbe. Das Schwarze so war, okay, ihr wisst, ich bin so ein Hybrid-Pad-Nerd und wir haben halt auch unser eigenes Pad, die Walhaut. Das ist halt ein sehr starkes Pad. Venus auch ein sehr starkes Pad von Liesel. Und dann gibt es halt noch das Otsu in meinen Augen und für manche noch das Cien. Und ansonsten gibt es da nicht mehr viel, die wirklich oben mitspielen. Aber hier, das habe ich rausgeholt und habe zuerst gedacht, das ist eigentlich das Pad, was BenQ Sovi machen wollte, damals, als die ihr GSR Rouge rausgebracht haben. Dazu, natürlich, habe ich das hier mal wieder rausgekramt, diese Geldverschwendung von BenQ Sovi. Ich schmeiß mal, glaube ich, das ES1 kurz runter. Pack die mal nebeneinander. Ich würde halt sagen, der Widerstand, also der Gleitwiderstand, ist minimal höher hier drüben. Stopppunkt hier viel besser. Also hier ist der Stopppunkt viel besser beim ES2. Das Overall-Gefühl ist besser. XY-Achsenunterschied ist hier geringer beim ES2. Ist hier auf jeden Fall geringer. Ihr wisst, das Rouge hat keine vernähten Ränder. Hier sind die Ränder schön flach genäht, habe ich ihm schon erklärt. Wenn ihr raufkommt, merkt ihr das nicht, dass ihr über dem Rand seid. Eure Maus buckelt nicht rüber. Das Ding klebt auf dem Tisch. Zu dem Pad hier. Schon mal ein Riesenunterschied. Was das preislich kommt zurzeit, weiß ich nicht. Also habe gerade schnell geguckt. Auf Amazon kommt das 44,99, das BenQ Sovi Rouge. Und das ES2, was größer ist, bessere Base, hat Alpha-Zell, besser vernähte Ränder, bessere Oberfläche, besserer Start- und Stopppunkt, bessere X- und Y-Achsen-Eigenschaften, kostet halt bei La Onda zum Beispiel 44,95. Nur so für euch zur Info. Also, ihr fandet das Rouge geil, aber ihr habt da noch ein bisschen so, also hättet noch besser sein können. ES2, Leute, auf jeden Fall mega Pad. Habe ich auch sofort, ich habe das rausgeholt, habe sofort hier dran gedacht und dachte mir so, geil, das hätte es so wie machen sollen. Dann hätte es geknallt. Und für alle, die jetzt fragen, ja, mach mal hier Vergleich noch mit einem Zero oder so, habe ich nicht. Habe hier das, sieht ein bisschen mitgenommen aus, das liegt halt die ganze Zeit am Boden, da hat auch schon eine Katze aufgekotzt, deswegen habe ich das ausgewaschen hier. Das ist mein rotes, mein lieben Kameramann lacht, Saturn Pro. Das habe ich hier mal daneben gepackt. Und die Struktur ist auf jeden Fall anders. Saturn Pro ist der Gleitwiderstand auf jeden Fall höher. Der Stopppunkt dadurch mehr zu erfüllen. Saturn Pro halt auch fluffiger, ne? Also weicher. Man drückt eher auf die Platte durch. Hier ist es auch weich, aber nicht ganz so weich wie ein Saturn Pro. Und man drückt nicht sofort auf die Platte drauf. Saturn Pro natürlich aus echten japanischen Poronen und 500x500. Eigentlich auch gut stickend. Habe ja von die Venus gezeigt. Rand ist hier ein bisschen breiter. Dafür in meinen Augen detaillierter genäht.
Aber hat jetzt hier schon, geht jetzt schon an einigen Stellen auf mittlerweile. Also was heißt auf, zieht jetzt hier leichte Fäden schon. Muss aber immer noch sagen, dass Soton Pro immer noch seine Daseinsberechtigung hat. Für Leute, denen das vielleicht zum Beispiel wirklich diese 5 Degrees, also 5 Grad zu weich war, auf jeden Fall ein ES probieren. Und nicht vergessen, Saturn Pro gibt es in Europa nur bei Max Gaming oder bei Zerg Gaming Mods in UK. Und es kostet, glaube ich, fast 60 Euro. Und nur, wenn es verfügbar ist. Und die Verfügbarkeit ist sehr schlecht. Das kann ich schon mal dazu sagen. Also, ES 2, das erste Pad dieses Jahr, was mich wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Beide Pads haben mich überrascht, weil ich eigentlich in Sachen Mauspads von Pulsar gar nichts erwartet habe. Weil die schon immer, also keine Ahnung, das war schon immer ihre große Schwäche. Also zumindest die ersten Pads, die sie alle gemacht haben. Viele andere Reviewer fanden die toll, ich fand die alle kacke. So. Aber die beiden sind echt mal was Neues, was Gutes von Pulsar. Haben bei dieser Daseinsberechtigung für mich der klare Sieger von diesen beiden Pads ist das ES2. ES1 auch gut, was Neues für Leute, die Hybrid-Pads suchen mit ein bisschen mehr, Stopppunkt, ein bisschen mehr Kontrolle, auch sehr gute Wahl, stickt gut, nicht so groß, krasse Sache. Alpha-Zell von hinten habe ich euch schon gezeigt, wie es aussieht. Dann habe ich hier noch kurz was vorbereitet. Ich zeige euch kurz unser Alpha-Zell-Pad von hinten. Ja. Nur mal so, weil irgendwelche Leute direkt wieder beim ersten Video gesagt haben, warum hast du nicht gesagt, was dieses Jahr noch kommt. Da kommt noch ein bisschen was. Kommt noch ein bisschen was. Das war's eigentlich, Jungs. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.